Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy IX. Wir sind jetzt ein bisschen woanders, wie ihr unten auf der Weltkarte sehen könnt, weil ich bin mal so ein bisschen durch die Gegend gegurkt und bin der Meinung, dass eventuell hier irgend so ein Bereich mit gemeint sein könnte. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Aber ich glaube... Moment. Wenn wir so von da hinten mal schauen oder so... Ich weiß es nicht. Muss mal gerade noch mal schauen. Also ich glaube eher, dass es hier ist. Dass das einfach nur so ein bisschen trügerisch ist. Und dass eventuell hinten hier so ein Bereich damit gemeint sein könnte. Ich weiß es nicht genau, aber... So vielleicht das Stück hier. Wenn man so guckt... Ne? So ungefähr. Also hier vielleicht. Aber... Nee, auch nicht. Ist auch, glaube ich, falsch rum, ne? Aber man soll ja auch Wasser dafür benutzen können, müssen, tun. Ah, hier kommen wir wieder nicht dahin, wo ich hin will. Vielleicht von der anderen Seite? So hier irgendwie? Dieses Teil da oben? Diese Insel hier, diese kleine? Die hat aber keinen Strand. Aber da das da vielleicht, das könnte es sein. Komme ich hier durch? Wie komme ich denn da hin? Aber da könnte ich auch eigentlich... Ah ne, da sind ja keine Chocobo-Spuren. Überlege gerade, wie ich auf die Insel drauf komme. Da, das könnte es auch sein. Das sieht halt alles mehr auch so in die Richtung aus, ne? Und das heißt ja kleiner Strand. Also ich weiß, dass es noch irgendwo südlich gewesen ist. Ah ne, hier ist die... Wenn man das hier so ein bisschen dreht... Könnte das auch das hier sein? Ne, auch nicht. Also es ist schwierig. Es ist sehr schwierig. Aber gut, okay. Ich bin etwas verwirrt. Es ist alles gar nicht so einfach. Aber wir probieren mal. Weil, wie gesagt, ich habe in Erinnerung, dass es irgendwo im Süden ist. Und ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass es mehr westlich war. Ach, ich weiß das doch alles nicht mehr. Hier. Hier waren wir ja schon. Hier haben wir ja schon geguckt. Ich hack trotzdem mal wild in der Gegend rum. Nee, okay. Haben wir noch irgendwas, was irgendwie so in die Richtung gehen könnte? Nee. Aber hier hatten wir ja auch schon mal ungefähr was, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass es da dieses Teil da ist. Wie kommen wir denn da hin? Ah, so kommen wir da hin. Das könnte es sein. Das ist es sogar. Ja, hier sind wir richtig. Cool. Okay. Kere. Auf einen Schatz gestoßen. Was haben wir? Was haben wir? Allheilmittel mal 4. Moment, ich muss mir gerade meinen Kaffee umstellen. So. Elixier mal 2. Morgenschein mal 8. Ogerstock. Okay. Gut. Jetzt haben wir alle Schätze gesammelt. Jetzt fliegen wir mal zur Chocobo-Stätte. Wo wir jetzt die neuen Schatzkarten finden. Ich hatte das ja schon angekündigt, aber erst reden wir mal mit Mene. Ich wollte schon wieder Boko sagen. Einrichten und renovieren mit Boko no Mene. Das kennt, glaube ich, so keiner mehr. So, okay, gehen wir mal hier rein. Mal gucken, was der sagt. Der freut sich bestimmt. Ding, ding, drrr. Mene ist wohl nicht da. Ach, da ist er doch. Wie gesagt, gerade verreist und... Was ist das denn für ein Chocobo? Was hast du mit Choco gemacht? Ich verstehe es eigentlich auch nicht, aber das ist zweifelsohne Choco. Ist das wahr, Kubo? Aber wie... Doch nicht etwa. Ist die Legende also wahr, Kubo? In Wirklichkeit suche ich das legendäre Paradies, das irgendwo auf dieser Welt existieren soll, Kubo. Der Sage nach können nur auserwählte Chocobos sich weiterentwickeln und in das Paradies gelangen, Kubo. Und mit ihnen ihre Reiter. Dann sollten wir herausfinden, wie weit sich der Choco entwickelt hat. Und dann das Paradies suchen, Kubo.
Wo warst du eigentlich? Genau das, Kubo. Endlich habe ich sie gefunden, Kubo. Südwestlich von hier gibt es eine Savage Inselkette, Kubo. Dort gibt es die Insel Pamnell, in deren Lagune du von der Sandbank aus gelangen kannst. Die Karte wird dir Aufschluss geben. Es soll eine schöne Lagune sein, wo die Sonnenstrahlen auf dem Wasser glitzern. Angeblich soll dort auch eine Schokokarte vergraben sein. So. Und das war jetzt unsere Info, die wir gebraucht haben. Ich weiß nicht, ob man die vorher auch schon finden kann. Aber, die suchen wir jetzt. Und ich glaube, die ist sogar auf der Insel, wo ich zuerst vermutet habe, dass da diese Papageieninsel war es, ne? Pelikaninsel. Keine Ahnung. Wo ich vorher vermutet habe, dass die da ist. Ich glaube, die ist da. Denn das wäre jetzt so der nächste Schritt. Die, Chocobo Lagune. Heißt das Lagune? Bei den Savage-Inseln. Savage. Bei den cool Savage-Inseln. So, müssen wir mal gucken. Wir brauchen dann ja natürlich wieder eine Insel, wo Chocobo-Spuren sind. Mal gerade schauen. Das hier müsste es sein eigentlich. Ich meine mich zu erinnern. Da unten ist er. So, jetzt müssen wir hier irgendwo Schokospuren haben. Das wäre super toll. Da sind welche. Okay, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob wir so da hinkommen, aber wir probieren es. So. Gizzardkrautverbrauch mal 1000. So. Und dann suchen wir mal so ein bisschen in der Höhle, wenn wir die jetzt erreichen. Das wäre natürlich toll, wenn das klappen würde. So. Mal. Nein, falscher Knopf. Kamera drehen, bitte. So. Mal gucken. Sind hier auf der Insel keine Chocobo-Spuren? Wie kacke ist das? Du musst immer außen rumlatschen. Jetzt kommen wir da noch nicht mal mehr rum. Wie kommt man denn da hin? Da sind keine Schokobo-Spuren drauf. Hier, nö. Nö, was ist das für ein Scheiß? Ich habe auch keinen Bock, dann da ewig immer rumzufuhrwerken. Wie kommt man denn dann da hin? Hä? Also, da waren doch gar keine Schokobo-Spuren. Ich gucke jetzt nochmal. Moment. Nee, da sind keine Spuren auf der Insel. Wie kommt man denn da hin? Also man kommt da hin, das weiß ich. Ich weiß nicht, wie. Okay. Schauen wir mal. Muss man hier jetzt ganz außen rumlatschen? Das fände ich echt richtig scheiße. Da geht's auch nicht her. Hatten wir das Problem nicht schon mal? So. Man kann ja auch den Chocobo nicht mit ins Flugschiff nehmen, ne? Ich glaube, das Problem hatten wir schon mal. Weil dann ist es nämlich echt praktisch, wenn man... Okay, wenn man versuchen würde... Doch so rum könnte es gehen hier. Da ist die Insel. Ja, so rum geht's. Wenn wir dann erstmal versuchen, so weit wie möglich alle Schatzkarten hier zu finden. Hier sind keine Schokospuren. Wie scheiße ist das? Okay. Chocobos Lagune. Drin sind wir. So ein schönes Bird Art. Mene, was machst du denn hier? Ich bin Chocos Partner, also gibt es für mich nur einen Weg, Kubo. Auf ins Paradies, aber dafür müssen wir hier noch ein wenig graben, Kubo. Aber strengt euch an, so wie ich das sehe, lässt es sich hier auf dem Meeresgrund schwerer graben als im Wald, Kubo. Aber wir können nur an seichten Stellen graben, denn Choco mag eigentlich kein Wasser. Das ist aber schlecht, Kubo. Gut, dann nur halbe Zeit, aber auch halber Preis, Kubo. So, jetzt könnt ihr hier sehen, da ist... Seht ihr? Da möchte er nicht hingehen, weil da tiefes Wasser ist. Das heißt, wir können nur in diesem winzig kleinen Bereich hier graben. Alles andere findet er total kacke.
So, und dann gehen wir auf Schatzsuche. 30 Gil, ihr seht halber Preis. Und dann halber auch entsprechend weniger Zeit. So, das Prinzip ist das gleiche. Aber ihr seht, der Raum zum Graben ist halt kleiner. Und dadurch ist das Kerä halt auch schneller zu finden. Aber für so ein Gizzardkraut muss man jetzt schon ewig tief graben. Achso, ich wollte den gerade ansprechen. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Egal. So. Und man kann auch hier vorne, da muss man halt auch gucken. Da, seht ihr? Also die Tiefe ist jetzt nochmal ganz, ganz anders. Und deswegen hat man dann meistens nicht mehr so gute Chancen wie vorher. Wie das in dem Chocobo-Wald war. Weil da konnte man ja 4 Schätze relativ fix finden, wenn man Glück hatte. Und hier ist es halt so, dass man das nicht mehr so fix kann. Und dass man sich halt da so ein bisschen, weil man halt auch ewig graben muss. Also halbe Zeit finde ich das schon echt ein bisschen doof. Weil das hätte man wirklich schon mit der vollen Zeit machen können, dadurch, dass die Grabetiefe ja wesentlich mehr ist. Aber wir haben ja schon Schnabel Level 11. Und je härter unser Schnabel wird, desto einfacher wird es halt. Aber das ist ja logisch. Das war ja bei den anderen Sachen auch so. So, da haben wir auch schon wieder was. Und komm schon. Komm, komm, komm. Da ist es. Das schaffen wir wieder wahrscheinlich nicht. Ist halt, das ist dann halt das Doofe da dran, ne? Aber je härter unser Schnabel wird, desto mehr Chancen kriegen wir. Und das wird dann halt alles irgendwann einfacher. Also wir leveln quasi unseren Chocobo. Und wir versuchen jetzt mal noch ein bisschen was zu finden hier in dieser Episode. Wenigstens noch ein paar Schätze. Und den Rest mache ich dann wieder offscreen. Bis wir dann wieder so viele Karten haben, dass wir keine finden mehr können. Das war kein Deutsch, egal. Ihr wisst, was ich sagen will. So. Da kommt schon. Also es ist das richtig, richtig scheiße mit der, weniger Zeit. Hallo? Ich verspreche, ich kann ein anständiges Hochdeutsch, aber hui. Aber heute funktioniert das nicht. Ich kann es auch nicht erklären, Baldrian gefunden. Da, Schnabel Level 12, das ist doch schon mal super. Jetzt graben wir mit einem Punkt mehr. Sonst hat, jetzt haben wir 9, eine Tiefe von 9, von 8 gehabt, jetzt haben wir eine Tiefe von 9. Summiert sich nach einer Zeit. Das ist dann schon cool. Und irgendwann gräbt man sich halt so richtig schnell dadurch. Und je stärker der Schnabel halt hier wird, und wenn man dann nachher wieder auf anderen und ich sollte heute nicht aufnehmen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Je mehr wir dann auf anderem Untergrund graben, desto fixer geht es dann halt da, ne? Also seht, wir graben jetzt mit einer Tiefe von 9, ein paar Potion. Also wir finden halt hier echt erstmal nur Scheiß. Aber gut, ist ja klar. Weil wir haben ja nur eine Tiefe von, ja, 50, 60 ist dann so das, was im Chocobo-Wald, glaube ich, so eine Tiefe von, weiß ich nicht, was hatten wir da, 10 oder so? Keine Ahnung. Ja, hier ist eine Tiefe von 70 war das jetzt, glaube ich, ungefähr. Da haben wir dann überhaupt keine Chance mehr. Und nur Kack am Finden. Und ich hätte jetzt mal gerne eine Chocobo-Karte, um euch zu zeigen, wie tief die liegt. Hier. Ich meine, klar, dass das Graben im Wasser schwerer ist, ist echt logisch. Aber dann halbe Zeit geben, Mene ist schon ein ganz schönes Arschloch. Dafür, dass der eigentlich will, dass sein Chocobo sich weiterentwickelt und dann auch noch Geld dafür nimmt. Kleiner Pisser, muss ich echt mal sagen. Also, geldgeiles Arschloch. So. Ich meine, ich bin Menes Partner, ne? So viel dazu. Bokus, Choco, ach, wie der auch immer heißt, das Tier. Das ist halt nicht gerade besonders überzeugend, was er hier tut, muss ich sagen. Vor allen Dingen, was macht er mit dem ganzen Geld? Ich meine so, weiß ich nicht, Chocobo-Shopping? Weil Choco ist ja unser Chocobo und so, ne? Müssten wir dem ja eigentlich Sachen kaufen. Eigentlich müsste der uns Geld geben dafür, dass wir das hier machen. Naja. Logik, ne? Logik. So, okay. Einmal machen wir noch und dann machen wir halt nur eine kurze. Das hier war jetzt ein bisschen mehr von der Tiefe her. Bin ich mal gespannt, was wir hier finden. Ein Jadestein, okay. Okay, wir kommen näher. Glaube ich, da. Also 60 ist so die Standardtiefe hier. Naja.
halbe Zeit, ey. Komm ich nicht drüber weg. Geldgeiler Bastard. Naja. Zwei Schätze gefunden. Ach komm, einmal schaffen wir noch. Einmal können wir noch machen. Ich hätte so unglaublich gern die Chance auf so eine Schokokarte. Auf Schatzsuche, okay. Make noir. So. Und dass die Erklärung halt immer eingeblendet wird, das finde ich halt auch super schwachsinnig, aber gut. Ich meine, man weiß ja nie, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Aufnahmen, zwischen den einzelnen Spielsessions war des Spielers und dann hat er das vielleicht vergessen. Aber in jeder Runde. Okay, das ist auch jetzt wieder ein bisschen tiefer. Wird wahrscheinlich auch der einzige Schatz sein, den wir ausgraben können. Schokokarte, sehr schön. Auf wie viel lag die jetzt? Auf 70 oder 80, ne? Von der Tiefe her. Aus und vorbei. 25 Punkte. Sehr gut. Okay, damit haben wir die Schokokarte gefunden. Es wird hier auch wieder ein paar geben. Mal gerade gucken. Ins Menü können wir hier leider nicht, sonst hätte ich uns die mal angeguckt. Dann machen wir heute mal nach einer kurzen Folge Stopp. Ich mache jetzt offscreen, sammle ich wieder die ganzen Schatzkarten ein, die es hier gibt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim Schatzsuchen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch eine schöne Zeit. Macht's gut, ciao, ciao.